sind wir wieder. Es ist wieder Mittwoch. Bundesliga-Woche steht an und alle sind sie wieder da. Alle sind sie wieder pünktlich da um 7:30. Wie immer 7:30. Diese Woche ein bisschen später. Wegen Länderspielpause gab es nicht so viel zu berichten. Aber wollen wir mal mit den positiven News des Tages reinstarten? Soll ich es euch zeigen? Ich zeig's euch. Dieser Mann steht wieder auf eigenen Beinen. Ich darf wieder gehen. Die Krücken sind weg. Es ist geschafft. Buschi kann wieder laufen. Nach fünf Wochen ist es wieder soweit. Er kann wieder laufen. Die Laune steigt natürlich dadurch auch ins Unermessliche. Muss man sagen, die News habe ich heute bekommen. Gerönt, es wurde alles gemacht. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Das erfüllt einen natürlich mit unheimlicher Freude. Und was mich auch mit Freude erfüllt, ist, dass schon über 140 Leute hier am Start sind. Das ist natürlich Ehrensache, genauso wie ein kostenloser Daumen, ihr kennt's. Und jetzt begrüße ich erstmal die ganze Runde. Alle sind sie wieder da. Heinz-Peter Maywald, Heinz Devon, Ralf Lotte, Mike, Frank Kuhlmann, Captain Probro, Sven Bronneberg, Bernie ist wie immer dabei. Thorsten Kolf, Lars, der Ehrenbruder, auch wieder dabei. DB Gaming, Kai, Modern Man, Dixon, Grimes, Monika Götze, Simonsen 68 aus dem Siegerland. STSK-Fan, Klaus ist am Start, Klaus Lich, Fortnite ist am Start. Amel Delic ist am Start. Alle sind sie dabei. Es geht wieder los. Bundesliga. Und bei Borussia ist Unruhe. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Dass bei uns in der sportlichen Leitung eventuell jemand degradiert wurde, wie man es jetzt nennen will, sei mal dahingestellt. Ich fasse mal kurz zusammen und da bin ich sehr, sehr auf eure Meinungen gespannt. Erstmal Bernie mit 5 Mitgliedschaften. Bernie. Vielen, vielen Dank, absoluter Wahnsinn für den Support. Ehrenbernie, das ist immer, ich brauche ein Ehrenbernie-Emote, ich sag's euch so, wie es ist. Ehrenbernie in den Chat. Und ich fasse mal kurz zusammen, was passiert ist. Also Sky hat berichtet, Marlon Ölbacher, ich kenne Marlon auch gut, also wenn Marlon das berichtet, bin ich mir zu 100% sicher, dass da auch was dran ist. Und ja, er hat halt berichtet, dass Nils Schmadtke nicht mehr mit der Kaderplanung vertraut ist, sondern sich nur noch um das Trainerteam, um den Staff kümmern soll. Steffen Korrell verstärkt in die Kaderplanung eingewickelt werden soll oder noch stärker. Was natürlich, wo ich mir dann die Frage stelle, das ist ja eigentlich auch sein Job, ne? Der macht das ja und das ist auch ein richtig verantwortungsvoller Job und mit viel, viel Arbeit verbunden. Ich weiß nicht, was dann intensiver bedeuten soll. Roland Wirkus und Korrell sollen den Kader machen und Schmadtke wird als Sportdirektor quasi Teammanager vom Team. Fakt ist aber auch, wir haben vor der Saison den Teammanager von Osnabrück verpflichtet mit René Flegel und so wie man hört, macht er einen sehr, sehr guten Job. Und dann habe ich natürlich auch mal versucht, mit ein paar Leuten zu sprechen. Mit allem, was ich gehört habe, ist da auch wohl was dran, dass Schmadtke mit der Kaderplanung nichts mehr zu tun haben soll. Da stellt sich dann natürlich die Frage, Nils Schmadtke wurde eingearbeitet ein Jahr, warum sagt man jetzt, ey, der Mann ist es nicht, weißt du, nach einem Jahr, jetzt wo er eigentlich richtig loslegen kann mit seinen Ideen, mit seiner Verantwortung, mit seiner Planung, sagt man jetzt, okay, nee, das ist es nicht, du musst das Team managen und wir machen da trotzdem Rollo und Korrell machen das. Ist sehr, sehr merkwürdig, finde ich. Und ich glaube, dass entweder Nils Schmadtke zu viele Ideen hat und die sagen, Rollo sagt, nee, wir machen das wie immer, das läuft schon. Also, dass da was dran ist, wurde mir quasi so bestätigt. Wenn man nur von außen neutral drauf guckt, so Hütter,
Davon hat sich Wirkus getrennt, da will ich aber Wirkus nichts vorwerfen, aber ja, das hat dann nicht geklappt. Bei Farke war das Tischtuch dann zerschnitten, bei Seoane und Wirkus bin ich mir auch nicht sicher, ob das so auf 100%, weil Wirkus hatte ja schon mal angedeutet, so jetzt erwartet er was vom Trainerteam, dann ist man wieder zurückgerudert so ein bisschen und das waren auch schon wieder so zwei, ich gehe gleich in den Chat und auch für die Abonnements, will nur mal einen Vortrag gerade fertig machen. Da waren auch schon wieder so unruhige Dinger dabei, wo ich mir dann sage, okay, da muss dann Wirkus mit Seoane schon wieder so ein bisschen zurückrudern. Jetzt das Ding mit Schmadtke. Und im Endeffekt hat sich jetzt nach dem Bericht auch keiner wirklich geäußert. Meine Vermutung ist entweder, Schmadtke geht am Ende der Saison, weil ich glaube nicht, dass er den Teammanager machen will und oder es gibt noch einen richtigen Knall und dass plötzlich wirklich noch massivere Änderungen in der sportlichen Verantwortung gibt, aber das an den Berichten, was dran ist, das steht ziemlich, also ist aus meiner, so wie ich gehört habe, ist das ziemlich, ziemlich klar. Und bei allem, was ich gehöre, also bei allen Leuten, die mal mit Wirkus zusammengearbeitet haben, sagen zumindest relativ viele, dass er ein schwieriger Typ ist, was ja gar nicht schlecht sein muss, ne, in dem Job. Musst du auch ein schwieriger Typ sein, kantig, aber du musst natürlich auch mit Leuten zusammenarbeiten können. Das ist natürlich unheimlich wichtig. Und jetzt gehe ich rein in die Kommentare und erstmal Nils 11.09 mit 5 geschenkten Mitgliedschaften. Vielen, vielen Dank, Nils. Nils auch Ewigkeiten schon dabei. Vielen, vielen Dank. Immer dabei am Supporten. Vielen, vielen Dank. Danke, Nils. So ist es. Was kriegt Nils für ein Emoji heute? Jetzt gucken wir mal, haben wir den Tennisball noch? Ja, den Tennisball, den kann man auch noch. Der wird lange nicht mehr geworfen im Stadion. Der Tennisball kann hier nochmal rein. So, Minzler frei. Nick schreibt, ja, wenn das stimmt, hat das keine Zukunft mehr. Wirkus wollte ihn doch selber holen und auf einmal stimmt es bei denen nicht. Hi Buschi, hallo zusammen. Das war die Meinung von Nick. Mal hinterfragen. Modia sagt, Wirkus vergraut alle. Vielleicht sollte man ihn mal hinterfragen. Jan, das hattest du schon die gestern zum Besten gegeben. Ja, aber wir müssen es ja, ich will es ja nicht nur von mir zum Besten geben. Vielleicht haben auch die Folgen gestern nicht jeder geguckt. Und hier geht es ja quasi darum, um eure Meinung. So, das ist mir ja auch wichtig, ne? Ich glaube nicht, dass Wirkus ihn wollte. Warum? Nils wird von alleine gehen. Das lässt sich Papa Schmadtke nicht gefallen. Wirkus will Alleinherrscher sein. Wie gesagt, ne, wir reden hier immer noch. Das ist hier alles nicht bestätigt. So wie ich höre, ist da aber was dran. Vielleicht unbequem geworden. Ich weiß nicht. Kommt so rüber, dass man mit Wirkus nicht gut zusammenarbeiten kann. Ja, das ist auch so ein Gefühl. Nur, es ist ja jetzt auch gar keine Zeit mehr für, also theoretisch, rein theoretisch, das hat Made Murder One gerade geschrieben, rein theoretisch ist ja, sind wir ganz ehrlich, ist doch überhaupt gar keine Zeit mehr, irgendeinen Umbruch zu machen im Sportvorstand, auch wenn ich es mir wünschen würde, weil der Kader für die nächste Saison, der muss ja jetzt geplant werden. Wenn du den Kader rechtzeitig stehen haben willst zur Vorbereitung auf die neue Saison, da müssen ja jetzt eigentlich schon die größten Entscheidungen fallen. Also das muss ja sein, ne? Weil sonst ja steht der Kader wieder spät und dann stehen wir vielleicht nach 5 Spieltagen da und es läuft noch nicht so richtig und jeder fragt sich warum, ne? Den von Schmadtke, ja, das kann natürlich sein, ne? Zu viel Spekulation, wir wissen eigentlich nichts. Ist absolut legitime Meinung, Professor Seltsam. Kramer ist ja nun TV-Expert, Effenberg kommt, Wirkus muss gehen. Ich sage schon seit Ewigkeiten, dass sie den Papa von Nils oder Klaus Allofs holen sollen. Boah, da bin ich nicht dabei, ne? Aber wie gesagt, ich wünsch mir den maximalen Erfolg. Also im Sommer, sind wir ganz ehrlich, im Sommer müssen, wenn wir 5, 6 Transfers machen, keine Ahnung, wahrscheinlich in der Innenverteidigung, Außenverteidigung und auf der 6, dann müssen, das hat auch mit Ilja Benisch, hatte ich ja auch darüber gesprochen, ich glaube, du brauchst mal wieder so ein Jahr, wo du wieder Spieler holst, wo wirklich 4, 5 Transfers funktionieren und du von 2, 3 Transfers vielleicht sogar mehr bekommst als erwartet.
um dann diesen Turnaround wieder zu schaffen. Und der Turnaround, sind wir auch ganz ehrlich, ich will jetzt auch nicht alles negativ sehen, der Turnaround ist ja in dieser Saison auch noch drin. Also rein theoretisch. Wir waren im Pokalviertelfinale, ist bitter, sind wir rausgegangen, aber einen Platz 10, was ja quasi das Tableau von letztem Jahr war, geht ja noch. Rein punktetechnisch werden wir nicht mehr dran kommen. Korrigiert mich gerne, aber wir hatten ja letzte Saison 43 Punkte. 43 Punkte, glaube ich. Ne? Jetzt stehen wir bei 28. Da müssten wir noch so einen Punktedurchschnitt von circa 1,9 hinlegen, um auf die Punkte zu kommen vom letzten Jahr. Und ich glaube, bei dem Restprogramm noch wird das sehr, sehr schwer. Also noch einen Punkteschnitt von 1,9 in dieser Saison hinzukriegen in den letzten Spielen, dann müssen wir wirklich zwei Spiele in Folge gewinnen. Möglich, Freiburg-Wolfsburg, kommende Gegner, möglich auf jeden Fall. Aber die Mannschaft hat uns halt in den letzten Jahren eher anderes anderes gezeigt, ne? Jetzt gehe ich nochmal. Gilbert, alle Spekulatius. Rollo hat zwar ein mieses Image, aber hat alle seine Aktien. Vielleicht ist Nils nicht so eine Verstärkung, wie er hofft. Absolut möglich, ne? Gibt es überhaupt Vereine, die Kone haben wollen? Verzeih mir, ich habe Wirkus kennengelernt. Wirkus ist unwahrscheinlich arrogant und von sich überzeugt. Es muss gehandelt werden. Guten Abend. Ich finde aber, also wer aktuell, finde ich, wirklich eine gute Figur macht, das mit dem neuen Präsidium, finde ich gut. Und ich finde auch Rainer Bonhoff hat jetzt auch mal ein, zwei Interviews gegeben. Ich glaube, er ist auch deutlich präsenter geworden. Das gefällt mir wirklich gut. Also so ein, auch wenn der Bonhoff jetzt mal einfach auch mal mehr Präsenz zeigt, würde ich mir wünschen. Mehr Medienpräsenz. Ich meine, das ist doch eine absolute Legende. Eine Figur, woran du wirklich hochsehen kannst. Rainer Bonhoff. Ich glaube einfach auch, dass Rainer Bonhoff jetzt einfach auch, klar, er ist in einem gewissen Alter, aber der Mann hat alles im Fußball mitgemacht. Und ich würde mir absolut wünschen, dass Rainer Bonhoff einfach auch mehr Präsenz zeigt. Einfach auch, ich glaube, der Mann kann absolut gut kommunizieren. Ich glaube, der Mann ist absolut klar im Kopf. War in den letzten Jahren auch eher wenig von zu hören, aber in den letzten Wochen, finde ich, gerade wo er jetzt Präsident geworden ist, hört man schon ein bisschen mehr. Und ein Rainer Bonhoff, absolut top, absolut top. Jetzt gehe ich um. Was sagst du zu den neuen Marktwerten? Boah, ich habe mir die ehrlicherweise noch gar nicht angeguckt. Schreib gerne mal jetzt nochmal eure Fragen, Kommentare dazu rein. Aber Bonhoff war doch seit Jahren bereits der erste Mann an der Spitze, da Königs sich vor Jahren bereits aus dem operativen Geschäft zurückgeholt hat. Vielleicht ist das auch, Dirk hat es gerade reingeschrieben, vielleicht ist es auch für eine falsche, Kai hat es gerade reingeschrieben, vielleicht ist auch eine falsche Wahrnehmung von mir. Ich finde aber, in den letzten Wochen, vielleicht jetzt als Präsident hat er auch nochmal, weiß ich nicht, extra Push bekommen, keine Ahnung, aber ich würde es mir wünschen. Würde sich aber auch nicht lohnen, bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass Schmadtke sich die Transfers einbringen. Und wenn nicht, kann Borussia sich das Geld sparen. Ja, also den Teammanager haben wir ja theoretisch auch. In der Jugendarbeit war Wirkus wirklich schlecht. Wie gesagt, da kann ich nichts zu sagen, dass Wirkus in der Jugendarbeit schlecht war. Aber ich hatte ja, wie gesagt, dieses Interview mit Ilja. Und der hat auch angedeutet, dass in der Jugendarbeit jetzt nicht alles glatt gelaufen ist, sage ich mal, ne? Nicht alles glatt gelaufen ist. Aber da kann ich ehrlicherweise nichts zu sagen. Weil da kenne ich mich nicht aus. Also da die Jugendarbeit und die Arbeit von Wirkus in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach habe ich ehrlicherweise nicht verfolgt. Ne? Moin Buschi, bin jetzt auch am Start. Grüß dich Thomas. Haben Sie auch Informationen zu Transfers
zufällig etwas gehört. Ja, das Ding mit Kamada, das geht ja tatsächlich schon gefühlt Ewigkeiten rum. Ne? Das muss man ja schon sagen. Das hört man jetzt auch wieder. Ich tue mich da ehrlicherweise schwer mit Kamada. Ob der kommt oder nicht, der würde uns, glaube ich, gut tun. Aber aktuell haben wir, glaube ich, auch ja, auf anderen Positionen größere Probleme. Ne? Der Schmadtke sitzt nicht mal in der PK, was für mich ein Skandal halte. Ja, ich bin da auch, ich sag mal so, ich bin da ein bisschen... Das war halt bei Borussia immer so ein, ich finde das mit der PK, ich kenne das ja, also das beschäftigt ja wirklich, wirklich sehr, sehr viele. Thomas, bis jetzt hast du nicht viel verpasst. Kurz, wir haben gerade mal über die Thematik Wirkus Schmadtke gesprochen. Das war halt bei Borussia immer so ein Alleinstellungsmerkmal. Sandra, grüß dich. Das war bei Borussia immer so ein Alleinstellungsmerkmal, weil bei anderen Vereinen ist es halt nicht so, dass da jemand mit in der PK sitzt, ne? Bei der Spieltagsvorbereitung. Und bei uns war das immer so, ne? Und dann war es halt plötzlich weg. So, ich glaube, wann hat das aufgehört, dass bei Borussia keiner mehr in der PK saß? Das hat doch, wann hat das aufgehört? Das hat im Winter bei Farke hat das aufgehört. Irgendwann war das doch, oder? Irgendwann hat das doch dann aufgehört. Irgendwie im Winter bei Farke, oder? Irgendwann hat das aufgehört. So, und das natürlich, das fehlt halt auch, ne? Und ich würde mir dann wünschen, dass ab und zu mal so ein, gerade nach so einem Pokal aus, wo Seoane da sitzt wie so ein Bedröppelter, ne? Wo natürlich auch Leute Fragen haben, welche Auswirkungen hat das vielleicht finanziell? Hat ja massive finanzielle Auswirkungen gehabt, ne? Wenn man überlegt, du kommst in Saarbrücken weiter und womöglich sogar, wenn es gut läuft, schießt du das Pokalfinale ein, dann reden wir schnell mal über 8 bis 10 Millionen, ne? Definitiv, ne? Aber bei anderen Vereinen hört man was aus dem Management, ja? Mit dem Abgang von Eberl. Hat das dann aufgehört? Ich meine doch, Wirkus saß doch auch öfters mal bei Farke mit dabei, oder nicht? Mit Zugang Schmadtke. Siane sieht aus wie in Leverkusen damals. Effe will nicht. Nabend, grüß dich, Nabend. Buschi, hast du abgenommen? Ein bisschen tatsächlich, ein bisschen. Ich glaube, intern wurde Seoane von Wirkus angezählt. Boah, das wäre... Also ich bin da wirklich auch ganz, ganz ehrlich, noch einen Trainer rauszuschmeißen. Nee. Das können wir uns bei aller Liebe nicht erlauben. Also... Ja, weil man sieht's doch auch so ein bisschen, wenn wir unseren Kader angucken, man sieht's doch auch so ein bisschen am Kader, oder nicht? Ich hab noch eins verpasst, eben glaube ich nicht vorgelesen. Bernd Trostbach, oh, das tut mir unheimlich leid, Bernd, wenn du nicht mehr da bist, tut's mir trotzdem leid. Bernd Trostbach ist Buschis Supporter geworden. Vielen, vielen Dank, Bernd. Ich hoffe, du bist noch da und hörst das. Ich habe es eben vergessen vorzulesen. Das sollte natürlich nicht passieren. Aber Bernd Trostbach, vielen, vielen Dank. Und dafür gibt es auch mal die rote Karte für Buschi. Namen zusammen. Grüß dich, Dreh47. Ne? Also, wie gesagt, ich finde... Man sieht es ja auch so ein bisschen am Kader, ne? Jeder Trainer hat die gleichen Ideen, hat andere Spieler und so ein bisschen haben wir ja auch jetzt so ein bisschen so ein Kader, der so ein bisschen auch zusammengewürfelt ist über die Jahre, ne? Und du brauchst jetzt langsam mal wirklich ein festes Konstrukt und wie gesagt, ich bin zwar nicht von Wirkus überzeugt, aber ich will ja trotzdem den maximalen Erfolg für Borussia. Und wenn das mit Wirkus
wenn Roland Wirkus den Kader plant im Sommer, dann drücke ich dem aber alle Daumen. Und der hat von mir den vollsten Support, weil eins wollen wir nicht. Noch schlechter abschneiden. Wir wollen wieder nach oben, alle zusammen. Und ich stehe dann immer hinter den Leuten, die dann gerade in der Verantwortung stehen, definitiv. Aber im Sommer muss dann, das habe ich schon letzten Sommer gesagt, da muss alles sitzen. Und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, und danach muss ich mal wieder in die Kommentare rein, definitiv, aber das beschäftigt mich schon so ein bisschen. Also, wenn ich mir die Transfers angucke, einen Honorar, wie viel Scorer hat der gemacht? 15 oder so, gefühlt? Also, der wird ja safe über 15 Scorer diese Saison machen. Einen Robin Hack hat funktioniert, einen Thomas Schwanscherer, bitter, so ein Da will ich noch kein Urteil drüber fällen. Ich glaube, auch eine Wöber-Leihe ist absolut okay gewesen. Eine Jordan-Leihe ist absolut okay gewesen. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, so, du hast dann halt noch Kiarodia verpflichtet, Ulrich, Ranos, die halt keine Rolle spielen. Da habe ich so ein bisschen ein Fragezeichen, sage ich mal. Und das beschäftigt mich, weil die Transfers im Groben und Ganzen sind ja nicht komplett kacke gewesen, so. Oder? Und deswegen weiß ich nicht, ob es dann wirklich. Vielleicht habe ich mich dann auch. Ich weiß nicht, woran es dann wirklich liegt. Also ich bin halt immer noch in diesem Mindset, dass unser Kader. Vielleicht lasse ich mich auch wirklich von diesem Transfermarkt-Kaderwert blenden, dass wir halt immer noch einen Kader haben, der unter den Top 6 oder Top 8 Marktwerten in der Bundesliga ist und wir immer noch Gehälter zahlen, die unter den Top 8 sind und ein Heidenheim vor uns steht, die Hälfte an Kohle haben. Vielleicht lasse ich mich da auch zu sehr von blenden. Ne? Fällt mir unheimlich schwer. Aber was mir nicht schwer fällt, ist Frank, mein Bester. Frank, mein Freund, ich hoffe, dir geht's gut und hau 10 Mitgliedschaften bei Buschis Borussia raus. Frank. Für Frank hauen wir Roland Wirkus auch mal in die Kommentare. Vielen, vielen Dank, Frank, für den Support. Die Transfers waren sehr gut. Wir können auch mal abstimmen. Also die meisten trauen es Roland Wirkus und Schmadtke in dem Duett nicht zu, aber ich würde mal sagen, wir stimmen das mal ab, wie ihr die Transfers benoten würdet. Weil jetzt finde ich, jetzt ist ja nur noch, wie viele Spieltage sind noch? 7, 8? Ich finde, jetzt kann man es ja bewerten. Transfers im Sommer. Fragezeichen. Wir machen mal eine Schulnote. Also, eins. Also ich sag mal 1, 2, ich mach mal 1 bis 2, weil 1 bis 2 ist ja gut, würde man sagen gut. 3 ist befriedigend, 4 ist ausreichend und ja, durchgefallen. So, damit wir es so halbwegs abdecken können. Also wie gesagt, 1 bis 2 ist gut, bis sehr gut. Ich muss das jetzt nicht erklären, das wisst ihr auch selber, wie das funktioniert. Ich verstehe das schon. Ja, wie kann man sagen, dass die Transfers sehr gut waren, wenn wir Zwölfter sind? Gerne auch mal Meinungen zu den Transfers in die Kommentare. Netz und Skelly als Außenverteidiger nicht Bundesliga tauglich, die Kreide Schwirkus an. Das haben wir auch besprochen. Also im Endeffekt, wir sind im Nachhinein immer schlauer, dass man auf der Linksverteidigerposition mit Netz und Ulrich in die Saison gegangen ist. Ich glaube, wo du weißt, Sioane spielt auch gerne mal Viererkette, 4-2-3-1, war vielleicht nicht die beste Entscheidung, dass du da vielleicht noch jemanden gebraucht hättest. So, wir sind im Nachhinein immer schlauer, nur die Leute, die da in der Verantwortung sind, werden dafür bezahlt, um das zu wissen, ne? Also, deswegen, ne? Ja, die neuen, Gerion, absolut. Die neuen sind teilweise besser als die alten. Ne? Du bist halt.
Ja, das ist, boah, die Analyse ist halt unheimlich schwer. Die Analyse ist halt wirklich, wirklich, wirklich unheimlich schwer. Das muss man schon so sagen. Das muss man schon so sagen. Naja, und jetzt sagen, 11% sagen gut von 127 Stimmen. 3 sagen 47% sagen ist befriedigend. 4 sagen Note ausreichend sagen 33% und durchgefallen sagen 8%. Jetzt muss ich mal, nehme ich noch mal ein paar Stimmen mit. Frank Laubinger schreibt, Transfers eigentlich gut, nur die Tabelle spricht nach 27 Spieltagen eine eindeutige Sprache. Anscheinend passen die Jungs nicht zusammen. Ja, das bin ich bei dir, Frank, aber das ist natürlich auch dieses ständig einen neuen Trainer, ständig eine neue Philosophie, ständig, es kann sich ja, wie soll sich auch was einspielen, ne? Ist halt immer schwierig, ne? Manuel schreibt, an sich nicht schlecht, aber an manchen Positionen wurde zu Unrecht gespart. Ja, ohne Kohle ging halt nicht besser. Naja, aber ohne Kohle, also wir können ja gerne mal einen Blick drauf werfen. Wir werfen mal einen Blick drauf. Guck mal, da ist Rollo, stinksauer. Moment, wir werfen mal einen Blick drauf. Wir werfen mal einen Blick auf die letzte, damit wir auch mal ein paar Zahlen haben. Wir arbeiten mal mit ein paar Zahlen. So, Borussia, zack. Ja, wie gesagt, zerfleischen bringt gar nichts. Da bin ich komplett bei dir, Tasso. Da bin ich komplett bei dir. So. Jetzt werfen wir mal einen Blick drauf. Transfers. Aktuelle Saison. Also wir haben quasi 30 Millionen ausgegeben und 25 Millionen eingenommen. Wir haben 10,5 Millionen für Schwanscherer bezahlt, 8 für Honorar, Jule Weigel haben wir noch geholt für 7, Fabio Chiarodia für 2, also Hack ist halt ein 10 von 10 Transfer, musst du sagen. Hack ist halt ein 10 von 10 Transfer, so, da brauchen wir nicht drum rumreden. Möber geliehen für 500.000, Jordan geliehen für 200.000, Ranos ist halt, da sage ich auch, ey, entweder du traust ihm zu, den dritten Stürmer zu spielen, oder du brauchst halt einen anderen. Und da müssen wir halt sagen, dann brauchst du halt tatsächlich irgendwie einen anderen, oder? Also, wenn er halt keine Chance hat, so, dann, weil der Mann ist 19, so, dann musst du ihn halt bringen. Ulrich, viel verletzt, kommt aber, Fukuda, also ich habe ja schon den Spitznamen eher Fukuda gehört. Ist ja geisteskrank, was der für eine Sprungkraft hat. Also ist ja wirklich geisteskrank. Bayer, wie gesagt, das sind die Rückkehrer von der Leihe. Dann haben wir verkauft, wie gesagt, Bayer für 15 Millionen. Da sage ich, sehr, sehr guter Deal. Für 15 Millionen Bayer verkauft. Da muss man schon, das war schon top. Jonas Hofmann, gut, hättest du mehr rausschlagen können, aber sonst hätte er auch nicht verliehen. Da muss man sagen, das ist dann so. Und hier fängt es halt an. Also da kann auch Rollo nichts dafür. Einen Thuram und Benze Baini ablösefrei zu verlieren, ist halt für Borussia Mönchengladbach ein kompletter finanzieller Bruch. Das ist halt so. So, da lässt sich halt auch nicht, da lässt sich halt auch gar nicht drum herum reden. Conor Noss, Tilalovic, Oskar Fraulo, die Leihe entwickelt sich gut. Bei Borges Sanchez eher weniger. Kersten, auch so durchwachsen in Bielefeld, hat aber auch mal gute Momente. Ja, also, dass wir kein Geld ausgegeben haben, also 30 Millionen ist ja nicht nichts, ne? Ulrich sehe ich auch gerne auf dem Platz, der beißt sich durch. Robin Hack ist mega. Was Schwanne kann, wissen wir ja noch nicht. Das ist absolut richtig. Ich bin mal gespannt, ob er am Wochenende wieder im Kader ist. Weil wir wissen, hat uns ja geisteskrank in der offensive Qualität gefehlt. So, du konntest ja nicht nachlegen. Ranos wird anscheinend nicht vertraut. Fukuda saß nicht auf der Bank. Und da war ja im Sturm nichts mehr. So, Jordan hat da, wenn der platt war und er
in der zweiten Halbzeit wir wieder angefangen haben zu schwimmen, so, dann ist das auch kein Jordan-Spiel mehr, wenn er keine Bälle bekommt. Dafür ist er auch nicht schnell genug. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, mit Player und Schwanscherer hoffentlich gegen Freiburg dann auch wieder von der Bank nachzulegen. Ne? Das wird schon unheimlich wichtig sein. Wie gesagt, bei Ramos hat sich Wirkus verzockt. Kann man so sehen, gut, der war ablösefrei, ne? Aber ja, da hättest du dir halt mehr verhofft. Ne? Und das hast du halt jetzt gerade in den letzten Wochen gesehen, dass wir dann, wenn Ramos halt keine Chance bekommt oder ihm nicht zugetraut wird von der Qualität, schon in der Offensive dünn besetzt würden. Ne? Man muss sich mal eine komplette Saison einspielen, das dauert vielleicht mal eine Hinrunde. Ja, Hack war auf der Liste von Eberl und fühlt sich mehr wie ein Seoane-Wunsch an. Ja. Außenverteidiger sind nicht aktiv und mutig genug. Wenn ich einen Mittelstädt sehe, nicht nur in der DFB-Elf, dann ist auch der Verteidiger und gibt vor. Mittelstädt ist geisteskrank. Also wie der sich entwickelt hat, Wahnsinn. Ramos ist 19, aber ich dachte, der ist 23 oder so. Nee, Ramos hatte doch in der Vorbereitung gut geknipst. Das fand ich auch überraschend. Ich weiß noch, da war ich auch im Stadion gegen Montpellier, glaube ich, war das. Hat ein überragendes Tor gemacht. Fukuda sehr interessant. Fukuda am Testspiel richtig aufgedreht. Um die Abgänge gleichwertig zu ersetzen, hätte man ja mindestens doppelt so viel investieren müssen. Ja, Fukuda ist und wird da sein, sagt Ralf. Waren auch im falschen Moment verletzt. Absolut. Auch Guido. Nicht nur Thuram. Definitiv nicht nur Thuram. Ich sag's euch so, wie es ist. Mein Lieblingsspruch wäre. Moment mal, ich muss kurz mal. Mann, komm aus. Hätte Kone sich nicht verletzt, in der U21-EM letzten Sommer, dann wäre der gegangen, aber zu 100%. Hätte Kone sich dann nicht verletzt und hätte eine gute U21-EM gespielt, oder was war das, EM, WM, dann wär der gegangen. Und zwar für richtig Schotter. Und das ist auch wieder so ein Beispiel. Manchmal ist es Pech und manchmal Unvermögen. Und in den Fällen bei Thuram und Benzebaini, da haben andere verkackt und hat es auch Pech. Und bei Kone war es Pech, glaube ich, dann in der Situation. Und wo es auf jeden Fall kein Pech ist, ist bei Heinz Devor, der einfach 10 Mitgliedschaften raushaut. Ich finde, für Heinz, der hat auch mal den Messi vom Niederrhein verdient. Wo haben wir ihn denn? Wo ist der? Da ist er. Heinz, vielen, vielen Dank. Auch Ehren-Heinz und Harald Kaisers, Buschi ist der Beste, weiter so. Harald, vielen, vielen Dank für die 6 Euro. Vielen, vielen Dank. So, jetzt gehe ich mit Buschi aber nochmal hochscrollen, damit ich auch die Kommentare nochmal vorlesen kann. Wo war ich? Genau, bei Guido, genau, das Thema mit Thurams Verletzung, da hat man halt Pech gehabt. Ne? Stuttgart hat auch eine Menge, auch einen mega Umbruch, aber irgendwie sind die weiter. Stuttgart, also da waren natürlich auch noch, klar, auch ein paar Mislintat-Transfers dabei und die haben halt vieles richtig gemacht, ne? Wahnsinnig viel richtig gemacht. Ein Top-Trainer, Stuttgart, aber da sieht bei Stuttgart, das wünsche ich mir auch nochmal für Gladbach, ne? Also von Relegation ab in die Champions League, so. Das kennen wir ja. Haben wir ja selber schon mal erlebt. Ist aktuell schwierig dran zu glauben, aber nichts ist unmöglich. Rollo hätte Thuram und Benzebaini im Sommer 2022 verkaufen müssen. Sommer 2022. Also quasi davor den Sommer, bevor sie ab. Ja, aber was willst du machen? Also wenn sie nicht gehen wollen und keine Angebote da sind, kannst du sie nicht verkaufen. Ne? Das ist halt die Scheiße mit dem Ein-Jahr-Restvertrag. Ne? Das ist halt die Scheiße mit dem Ein-Jahr-Restvertrag. Ich glaube, da würde ich Rollo wirklich in Schutz nehmen dafür. Also das ist schwer zu sagen, ob Ulrich und Ramos Fehlerkäufe waren, da man sie nicht sieht. Ja, das Problem ist, dass man sie nicht sieht. Ne? Und Olpen ist bestimmt nicht schlechter als Saarbrücken gewesen. Fukuda muss nun gesetzt werden. Er kann es, fehlen jetzt nur die Routine, spielen nicht zu lang, warten, sagt Frank. Stuttgart hat auch einen Investor gehabt, das ist absolut richtig, ne? Aber ist ja, also
ist ja Kohle da. Also wir sind doch auf gutem Eigenkapital gebettet. So. Ist ja nicht so, als wären wir wirklich massiv in der Scheiße. Und trotzdem bleibe ich dabei. Ein Heidenheim steht vor dir mit maximal dem Hälfte an Umsatz, also an Hälften an Ausgaben. Das kann nicht sein. So, das kann nicht sein, dass Heidenheim vor dir steht. Aber bei allem Respekt vor Heidenheim, und guck dir den Kader vor Heidenheim an, was die für teilweise richtig geile Mannschaft haben. Mit Beste, geilen linken Fuß, Kleindienst, überkopfballstark, Dingschi, übertrieben schnell, Maloney und Teuerkauf, Kernassis, positiv. Geilen Kader, einfach. Wenn man da nichts nachkauft im Winter, ja, also das mit dem Winter, das hat mich ja wirklich auch auf die Palme gebracht, so nach dem Saarbrücken-Spiel sich hinzustellen und der Mannschaft dann auch, das ist also diese Qualitätsfrage zu stellen und wieder diesen obligatorischen Satz, uns gefehlen gewisse Qualitäten, da ist bei mir auch dann kurzzeitig die Hutschnur gerissen. Das konnte ich dann nicht verstehen. Aber ja, Kia muss einfach spielen, ein Fehler, und er spielt nicht mehr Fohlenweg. Kia Rodia muss einfach spielen, ein Fehler, und er spielt nicht mehr Fohlenweg. Bei Kia Rodia, das verstehe ich halt auch nicht, der ist fit. Ich fand, wo der gespielt hat in seinen Einsätzen, fand ich den auch immer ganz in Ordnung, muss ich sagen. Simonsen hat es gesagt. Also klar, der Fehler gegen Freiburg, so, das passiert. Ist dann passiert, unglücklich, aber ich finde auch im Pokal, glaube ich, gegen Wolfsburg war es, wo er von Anfang an gespielt hat, das war technisch gesehen absolut top. Also der bringt alles mit, Fukuda auch da, dass Fukuda spielen muss, Botelli, Namensrechte an Stadion verkaufen und im Sommer einkaufen. Ja, das mit den Namensrechten ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema, ne? Das mit den Namensrechten am Stadion ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema. Da kann ich nochmal meine Meinung zu abgeben. Ich sag mal so, also Borussia Park soll schon noch Borussia Park heißen. Was ist realistisch an Einnahmen, wenn man den Stadionnamen verkauft? 3 bis 4 Millionen im Jahr, so Pi mal Daumen. Sagen jetzt einige, ja, dann nicht verkaufen, weil 3 bis 4 Millionen ist gerade mal das Gehalt von Alassane Player, wenn überhaupt. Ne? Und Fußball ist ja, also auch Gladbach, nennen wir das Kind beim Namen, ist ja durchkommerzialisiert bis hinten hin. Also es gibt ja zig Sponsoren, es wird im Endeffekt alles verkauft, was geht. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ne? Dass Gladbach auch, hochkommerziell ist, so, das ist ja, da muss ich euch ja nichts vom Pferd erzählen, so, das ist ja so. Aber das Namensrecht zu verkaufen, finde ich schwierig. Was ich aber machen würde, wo ich sagen würde, ey, fände ich cool, sowas wie Borussia Park bei Puma. Weißt du, Puma hat mit uns eine lange Vergangenheit oder, ja, und wenn man dann sagt, ey, Borussia Park und dann unter den Borussia Park bei Puma, würde ich sagen, ey, wenn du dafür 3 Millionen im Jahr bekommst, warum nicht? So. Buschi, würdest du bei Wöber All In gehen? Buschi Park. Rollt das Borussia Park, nochmal eine Schippe drauflegen und top, alles in Gladbacher Hand. Ja, oder so. Bitburger Borussia Park, Justin, fände ich auch schon geil, ja. Moin. Aber wir können, das können wir auch mal, warte mal, ich muss Puma-Käfig. Wir können aber gerne das auch mal, wir können das gerne mal zur Abstimmung machen. Also, Stadionnamen verkaufen? Fragezeichen. Ja. Hauptsache Kohle. Ja, aber nur als Begleitsatz. Also mit Begleitsatz meine ich sowas wie Bitburger Borussia Park, wie Borussia Park bei Puma, sowas. Also mit Begleitsatz oder auf keinen. Auf keinen Fall. Ist die Verbindung heute gut? Passt das so? Weil ich kriege hier ab und zu mal eine Meldung. Passt das so? Sollte passen. Stefan B.,
Bei Stefan B. passt es auf jeden Fall. Stefan ist auf Uwe Sundermann auch dabei. Grüß dich. Stefan B., vielen, vielen Dank für die 10 Mitgliedschaften. Supportet hier die Community vom Allerfeinsten, damit alle auch die schönen Rollo-Emojis reinmachen können. Und da sagen wir natürlich Dankeschön, 40 Jahre die Flippers bei Stefan B. Und dafür gibt es auch mal einen lachenden Buschi. Ist gut, hackt, habe Stocker, Santander Arena, ein paar Mal, aber geht jetzt. Top. Ja, top. Heute wieder immer gerne Stock ab und zu. Immer ab und zu mal Bambusleitung. Wer bei dem Stock auch mal gerne neu laden, wird wieder. 40 Jahre die Flippers, genau. Die Aufrechnung, kein Thema, top. Die Aufrechnung, also so Pi mal Daumen, ich habe das mal bei anderen Bundesliga-Vereinen geguckt, wir können es auch gerne mal gerade, damit ich hier auch euch keinen Scheiß erzähle, wir können das mal googeln. Jetzt seht ihr mal, wie gut ich google. Namensrechte Bundesliga-Stadien-Einnahmen. Spobis. Das ist doch eigentlich eine vertrauenswürdige Quelle. Ach, sag nicht, das ist von 2018. Von 2019, da kannst du ja gar nichts mit anfangen. Also gucken wir mal, aber ist ja egal hier. So. Das kosten die Namensrechte. Gehen wir mal rein. Ihr müsst jetzt eigentlich sehen. Ja. Ihr müsst jetzt eigentlich sehen. Boah, heute ist wieder Bambusleitung. Sorry, Leute. Heute ist wieder Bambusleitung. Kann man sich nicht ausdenken. Aber naja, wir ziehen es trotzdem durch. Ich mache mal hier das zu, vielleicht bringt das was. Moment, ich versuche mal gerade ein bisschen gegenzusteuern. So, jetzt müsste es wieder flüssig laufen. So. Jetzt muss es wieder flüssig laufen. Sorry. Aber Bambusleitung ist irgendwie wieder incoming. Vodafone, ich sag's euch. Ich muss zu Telekom. So. Gucken wir jetzt mal rein. Jetzt muss es aber laufen. So, was kriegen die denn hier? Ja, Freiburg halbe Million pro Jahr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Augsburg 2 Millionen pro Jahr. Mainz 2 Millionen pro Jahr. Bayer Leverkusen 3 Millionen pro Jahr, Werder Bremen 3 Millionen, Köln 3,5, Düsseldorf, Frankfurt 4. Also sagen wir so, wenn wir einen guten Deal bekommen, würde ich sagen, wir kriegen 4,5 Millionen. Wenn wir einen guten Deal bekommen, würde ich sagen, kriegen wir 4,5 Millionen. Wenn wir einen guten Deal bekommen, kriegen wir 4,5 Millionen, sage ich. Thomas Nellen haut auch nochmal 10 Mitgliedschaften raus. Thomas ist auch schon Saphir-Mitglied, wie Bernie, Ehren-Thomas. Auch mal plus 3 für Samstag. Dazu kommen wir aber noch zu Samstag. Ja, aber nur mit Begleitsatz sagen 52% und 22% sagen auf jeden Fall, Hauptsache Kohle. Dann sind wir bei 75%, also 3/4 wären dafür oder offen dafür, ja, den Stadionnamen zu verkaufen. Und 25% sagen nein. Ich hätte mich in den Begleitsatz eingereiht. So, Adidas sucht sicher auch noch einen Sponsor möglich. Beate Uses, Borussia Park. Adidas, genau, das hatten wir. Tipptopp, top Tasso. So soll es sein. Wegen 3 bis 4 Millionen brauchen wir den Namen nicht ändern. Hi, Ehren Thomas. Ich finde, dass Luka Modric ein cooler Typ wäre. Vertrag läuft im Sommer aus, wäre teuer. Aber wir können, wie Schalke damals mit Raul, mit Trikotverkäufe ankoppeln und danach, hey, Modric. Mit Kusshand. Puma ist ja schon schön gut, aber ich hätte auch gerne mal einen Ausrüster wie Nike bei uns gesehen. Ich finde Puma eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also ich trage auch privat eigentlich gerne Puma. Ich finde
Puma ist doch, also klar, Adidas und Puma sind halt so die Branchenführer, aber ich finde, vom Trikotdesign stehen wir überhaupt in gar keinem was nach, oder? Also ich finde, bin vollkommen zufrieden mit Adidas, mit Puma. Ich bin der Meinung, man sollte die Bundesliga mit mehr Teams aufstocken, damit mehr Spieltage sind. Wir suchen die Ehrenhackis, auch hier beim Buschi. Ja. Santander Arena, Nike Ever, 4,5 Millionen und zack ist Jordan Brose. Muss man halt so sehen. Ja, ist eigentlich auch ein spannendes Thema, was du gerade aufmachst, Beatcore Worldwide Audio Net Label. Natürlich wäre auch die nächste Runde im DFB-Pokal fast Jordan gewesen. Kommen wir zum Thema, Nikolas. Mach's gut, Ralf. Kommen wir zum Thema Moritz Nikolas. Ich mache jetzt kurz noch das Thema zu Ende. Max Eberl, Rollmopspark. Naja, Puma, Gründer von Puma, ist ja ein Bruder von Adi Dassler, Rudolf Dassler, glaube ich, hieß er. Ja, Toni auch, auslaufender Vertrag und Schuppo auch. Borussia OnlyFans Park, Puma ist top, Puma rules, Adidas braucht das sicher einen neuen. Puma ist Gladbach, Puma ist Matthäus, 20er Liga, Vorhinein Park. Mit Nike laufen wir rum wie die Blechdosen. Puma ist für uns genau richtig. Mit Nike wird auch bei mir eng. Mit Nike wird bei mir eng, immer sehr, sehr eng geschnitten, die Trikots. Plauze. Da guckt bei mir dann so, dann hast du so einen richtig abstehenden Bauch. Das will ja keiner sehen. Pumas Borussia Park, sagt Thomas. Puma ist super. Puma macht bei Dortmund geile Trikots. Bei unserer Borussia sind aber diese aber noch ausbaufähig. Ich find unsere Trikots cool. Also ich bin ehrlich, ich finde unsere Trikots voll in Ordnung. Muss ich schon sagen. Ich finde unsere Trikots voll in Ordnung. Ich hätte gerne nächste Saison Regenbogen-Trikots. Puma Park geht mir weg mit Rainbow. Alter, die Diskussion machen wir nicht auf. Was wäre mit zum Beispiel so einem Shaqiri? Shaqiri habe ich ja immer gefeiert, ne? Also ehrlich jetzt mal, Modric, Reus, Müller hat man geschwärmt, wäre so eine heftige Oldstars-Truppe. Ja, wir wollen ja schon den Fohlenweg gehen und das finde ich auch gut. So ein Marco Reus hätte natürlich Flair. Marco Reus hätte natürlich, müssen wir schon sagen, so Marco Reus, finde ich, hätte schon irgendwie Flair. Aber ich glaube da nicht dran. Und mit Puma, wie Rüdiger reinschreibt, bin ich zufrieden. Also, was hatten wir, was war vorher nochmal? Moment mal. Was war nochmal vor Puma? Warte mal, jetzt habe ich komplettes Leck. Was war nochmal vor Puma? Lasst mich jetzt nicht hängen. Kappa war es, Kappa? Kappa. Ich muss mir nochmal Gladbach-Kappa-Trikots angucken. Die müssen wir uns gemeinsam gerade auch nochmal geben. Mal hier ein bisschen zumachen. So. Zack, zack, zack. Gladbach-Kappa. Trikots. Auch mal Bilder. Die sahen schon wild aus. Ne? Obwohl, das hier fand ich, also das habe ich ja, was ist das hier? Das hier fand ich ja nice. Sage ich so, wie es ist. Das hier war doch nice, das Trikot. Das fand ich gut. Das war doch voll in Ordnung. Also wir hatten auch damals schon ein paar gute. Ja, so schlecht waren die unter Kappa ehrlicherweise auch nicht. Aber ich finde die unter Puma halt schon noch einen Tick besser. Muss man sagen. Reus in Gladbach, da brauchen wir keine Umbenennung. Schippers hat doch mal vor Jahren auf der JH-Jahreshauptversammlung erwähnt, dass überlegt wir einzelne Tribünen verkauft werden könnten. Kann man dazu nichts mehr? Ja. Dazu weiß ich gar nichts. Vielleicht noch abschließend, bevor wir zum Thema Nikolas kommen.
das Thema Jahreshauptversammlung steht ja bald an. Einer kann mal gerade das Datum reinschreiben, auf jeden Fall irgendwann im April. Wir haben ja jetzt ein neues Präsidium. Glaubt ihr, das ist ganz wertfrei die Frage, glaubt ihr, es wurde gemacht, um ein bisschen Druck aus der Sache rauszunehmen, weil ja, die sportlichen Wochen waren jetzt nicht so doll? Oder sagt ihr, das war eh geplant? So, ich finde es irgendwie so vor der Jahreshauptversammlung halt, so, hat so ein bisschen für mich auch das Gefühl, 22. April, so ein bisschen Druck rausnehmen, ne? Von der ganzen Sache. Und schreibt auch gerne mal rein, wie ihr zum Vorstand steht, Vorstand, zum Präsidium steht. Also grundsätzlich haben alle eine Chance verdient. Und ich hoffe einfach, Bonhoff, noch ein Abo bis 17.600. Die knacken wir heute. Die 17.600 knacken wir heute. Einer muss sich noch bewegen. Fukuda von Anfang an. Ich bin so glücklich mit der Besetzung. Aber gut, man sieht die ja eh nicht. 100%. Die hatten Schiss. Langsam. Langnese und Aokoya, das ist überflüssig. Das Königs zurückgetreten möchte, hat er bereits im Februar bei seiner Sitzung beantragt. Also hat also nichts mit dem Pokal und so weiter zu tun. Aber das ist eine gute Info. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und ja. Wie seht ihr die Nikolas-Sache? Nikolas, kurz. Ja, ist leider wieder ein bisschen Bambusleitung heute. Sorry dafür. Was haben wir heute? Boah, jetzt geht's richtig steil. Sorry dafür. Ja. Manchmal ist das hier so. Jedenfalls nicht. Vodafone kommt nicht als Sponsor, ja. Die kommen nicht als Sponsor. Wir raffen uns wieder. Ich hoffe, wir kriegen das heute noch einigermaßen durch. Aber nur dann. Ja, rote Karte auch mal für Vodafone rein. Nikolas zum VfB. Machen wir eine Umfrage. Die sollte auf jeden Fall bestehen bleiben und stand bleiben. Nikolas, ich sag mal, verkaufen? Fragezeichen. Ja. Nein. Bring mal öfter Ilja in die Show, dann knackst du die 18.000. Ich glaube, das schaffen wir auch. Aber Ilja ist halt Festnetz-Telekom-Pflicht. Ja, wird Zeit. Wird Zeit für einen Anbieterwechsel, definitiv. Ist halt wirklich krass, dass ihr das. Ja, ich wohne quasi in Berlin, habe hier maximal Internetleitung, aber die scheint auch manchmal nicht so stabil zu sein, ne? Kannst du dir halt nicht ausdenken, ne? Aber was soll es? Wir können das nicht ändern. Trotzdem geben wir wieder alles heute. Alle verkaufen, alles neu. Wir brauchen leider Omlin und wenn Nikolas nicht bleiben will, dann ist es eben so. Nikolas behalten und aufbauen als neuen Stammtieber. Könnte Nikolas verstehen, dass er nicht... Ich glaube, ich hab mir da lang drüber Gedanken gemacht. So. Ich könnte mir vorstellen... Ja, jetzt wird es wieder wild mit der Streaming-Verbindung. Ich glaube nicht, dass wir uns leisten können, solche... Guido Heller, Glasfaser, auch nicht mehr. Ist Katastrophe manchmal. Ist wirklich... Aber ich will mich jetzt nicht drüber aufregen, so, es bringt halt eh nichts, so, bringt nichts, drüber aufregen bringt nichts, ich muss mal was gucken, aber, ja, vielleicht ist jetzt auch Ende des Monats Volumen ausgeschöpft, keine Ahnung, nützt dir alles nichts, ich glaube, dass wir uns nicht leisten können, zwei solche Keeper, also einen von denen auf die Bank zu setzen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich, können wir uns nicht leisten. Ich würde auch fürs Standbild bleiben. Das muntert mich auf. Vielen, vielen Dank.
Ich glaube, wir können es uns einfach nicht leisten, zwei solche Keeper auf die Bank, also einen von denen auf die Bank zu setzen, ne? Einen neuen Keeper braucht man nicht ausbilden. Das ist ja auch mal schön, dass wir ein Luxusproblem haben, ne? Ist ja auch mal schön, dass wir ein Luxusproblem haben. Ja, Vodafone muss gekündigt werden, definitiv. Zu Primezeit zu viele gleichzeitig im Netz, ja. So, aber trotzdem 67% sagen nein. Mit Ball schlecht. Grüße aus Mannheim, Brudi. Grüße zurück. Genauso sehe ich das auch. Omlin spielen lassen und schauen, was die Schulter macht. Habe da meine Zweifel, sagt Uwe. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich mal gespannt. Ah, die Internetverbindung, Katastrophe. Katastrophe. Wirklich, Katastrophe. Katastrophe leider. Im Testspiel hat man gesehen, wo die Stärken von Omlin liegen. Wenn verkaufen, dann aber für viel Kohle, 8 Millionen. Omlin jetzt auch. Er kann wie Spieler an Kamps noch viel Wissen an Nikolas weitergeben. Mitgliederversammlung 22.04. Jan und Nikolas würde ich das Vertrauen schenken. Nikolas ist ein gutes, ausgebildetes Kapital. Nur so kann leider aktueller Weg von Borussia sein, um Geld neue Spieler zu bekommen. Nikolas Gladbacher Jung, der Fohlenweg ist der Jakobsweg. Viele laufen los, wenige kommen an. Frage ist halt auch, wie lange die Schulter von Omlin hält. Ja, Schulter könnte ein Dauerproblem sein. Schulter könnte ein Dauerproblem sein, aber hoffen wir mal das Beste. Hoffen wir mal das Beste. Hoffen wir mal das Beste. Und ich würde sagen, am Wochenende steht das Spiel gegen... Moment, jetzt muss ich gerade kurz mal umdisponieren. Hier, so, zack. Zack. Moment. So, wir müssen ja auch ein bisschen Taktik machen heute. Ein bisschen Taktik. Die Aufstellung, da müssen wir natürlich rein. In die Aufstellung müssen wir natürlich rein. Ne? Aber wie gesagt, die meisten sagen, Nikolas muss bleiben. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass wir... Mann, ich muss mal den Chat... Ich glaube, ich schiebe mal den Chat rüber. Ich glaube, ich besser. So. Im Tor. Ja, da sind wir bei der Frage. Wir spielen gegen Freiburg. Wen stellen wir im Tor auf? Was glaubt ihr, wer steht im Tor? Machen wir eine Umfrage. Wir sind ja alle Freunde der Umfragen. Gegen Freiburg. Es geht jetzt gegen Freiburg. Torwart. Omlin oder Nikolas? Abfahrt. Ich sag's euch. Ich will Omlin. Meine Stimme kriegt Omlin. Meine Stimme kriegt Omlin. Frank, mach's gut. Meine Stimme kriegt Omlin, muss ich zugeben. Meine kriegt Omlin. Jetzt alle nochmal einen Daumen da lassen. Dann kriegen wir hier den Stream auch mit einem richtig guten Ende zu Ende. Mit einem richtig guten Ende. Gerade rafft sich so die Internetverbindung auch wieder. Omlin, ja. Es sieht nach Omlin aus. Es sieht nach Omlin aus. Omlin ist Capitano. Omlin bringt Stabilität hinten. Omlin ist bei euch gesetzt. Omlin ist bei euch gesetzt. Setzen wir Omlin ins Tor. Jetzt kommt natürlich die Frage, gehen wir mit einer
Dreierkette, also so einer abgewandelten Dreierkette. Nicht, was wir wollen. Ja, Geber ist richtig. Ist richtig. Du hast gefragt, was wir glauben, nicht, was wir wollen. Ja. Ihr sollt schon sagen, was ihr glaubt, ne? Was ihr glaubt. Ja, oder eigentlich, was ihr wollt. Ne? Weil jeder hat ja seine Ideen, ne? Oder was ihr wollt. Ist immer so eine Sache. Formation müssen wir natürlich festlegen. Also quasi Viererkette. Viererkette. Ich mache mal zwei Auswahlmöglichkeiten oder Dreierkette. Dreierkette, Schrägstrich, Fünferkette. Also können wir dann nachher noch umschieben, wie wir wollen. Je nachdem, welches System wir nehmen. Wäre halt wichtig, wir gehen jetzt mal davon aus, Schwanscherer und Player sind wieder dabei. Haben jetzt in der Länderspielpause Zeit gehabt zu trainieren. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, Schwanscherer, Itakura, auch Kone sind dabei. Kone könnte eng werden, aber wir gehen mal davon aus, sie sind dabei. Ja, ist aber eindeutig Viererkette. Ist aber eindeutig Viererkette. Buschi ist heute ziemlich hinten dran, was den Stream anhängt, circa 5 Minuten. Dann würde ich mal deinen Stream nach vorne schieben, den Regler. Dann bist du wieder vorne dabei, Evo. 3-5-2. 4-3-3. Ja, das können wir uns ja machen, aber die meisten sagen Viererkette jetzt erstmal. Dann gehen wir auch damit. So. Dann machen wir den rechten Verteidiger. Haben wir zur Auswahl in der Viererkette Leiner und Skelly eigentlich. Leiner und Skelly. Skelly hat nicht gespielt bei der Länderspielreise bis jetzt. Kam nicht zum Einsatz. Können wir auch sagen, Elvedi können wir theoretisch noch mit reinnehmen. Walde ist verletzt, der fällt weg. Wir hätten noch einen zur Auswahl. Leiner, Skelly, Elvedi. Seht ihr noch eine Option? Auf Rechtsverteidigerposition. Glaube nicht. Ich warte jetzt noch, sonst schicke ich die Umfrage rein. Ich schicke sie rein. Ich schicke sie rein. Und Abfahrt. Rechtsverteidiger. Dann auf jeden Fall Doppelspitze. Stevie hat auch in der Länderspielpause, ne? Stevie hat auch in der Länderspielpause wieder gezockt. 60 Minuten. Für Österreich. Ja, Verletzungshistorie, Masse ist, da ist was dran, ne? Ganz klar. Also ich kann's, ich weiß. Ich glaube, ich kann beim Fußballer ist halt, also gerade bei einem Feldspieler ist halt Knie vergeht nie, ne? Gerade Kreuzband. Schwierig, obwohl Wirtz zeigt uns ja gerade, dass es schon noch geht. Sehr, sehr gut. Der hat ja auch einen Kreuzbandriss. Und beim Torwart ist halt Schulter, ne? Schon schwierig. Fußballgott kann überall spielen, absolut Captain Pro Bowl. Das ist natürlich auch wieder wahr. Aber die Mal 72 ist ziemlich, ziemlich eindeutig. Ziemlich, ziemlich eindeutig für Stevie. Stevie Leiner. So. Stellen wir ihn auf. Dann die Rechts, nee, nee, dann die beiden Innenverteidiger. Da muss ja ein Innenverteidiger-Duo gebildet werden. Ich baue mal Duos auf. IV. Itakura. Elvedi. Ah nee, komm, wenn man das wird zu kompliziert. Machen wir rechten Innenverteidiger. Itakura. Friedrich. Wöber nehme ich da mal nicht mit rein, weil Wöber ist linken Innenverteidiger. Elvedi, Kiarodia ist auch linker Innenverteidiger. Rechter Innenverteidiger, Itakura, Friedrich, Elvedi, Janschke können wir. Komm, nehmen wir noch einen Fußballgott mit rein.
Für den jetzt geht es um den rechten Innenverteidiger, den rechten Innenverteidiger. Stevie war gut, ja. Ja, jetzt läuft auch das Internet, jetzt ist so auch 8:30, da sind die meisten aus der Leitung raus, perfekt. Der Stream läuft wieder. Dafür kann man mal einen Daumen da lassen. Ich sag's so, wie es ist, ich brauche so ein Bambus-Emote. Ein Bambus-Emote. Was ist hier wieder los? Nichts. Marvin Friedrich. Boah, ey. Marvin Friedrich ist halt auch... Boah. Elon reden, ja. Marvin Friedrich, da müssten wir eigentlich auch nochmal... Jetzt läuft's, aber 40% sind auf Marvin Friedrich. Ich bin ehrlich, ich mag Marvin Friedrich. So, du musst dich auch erstmal so verhalten wie der. Also, wird rausgenommen, obwohl er echt gut gespielt hat. Also, sehr solide, auch in Wochen, wo es nicht so gut lief, fand ich. Gerade in Leverkusen. Ich kann mich noch an das Spiel in Leverkusen erinnern, beim 0-0. Was hat Marvin Friedrich bitte da alles rausgeköpft gegen Leverkusen? Das war ja geisteskrank. Was Marvin Friedrich im Spiel gegen Leverkusen, das war krass. Das war richtig stark gegen Leverkusen. Aber glaubt ihr, Marvin Friedrich wird im Sommer gehen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er unter Seoane wirklich Bock hat. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er unter Seoane wirklich, wirklich doll Bock hat. Ich weiß nicht. Ich tue mich da schwer. Wie seht ihr die Sache? Wäre schade. Ich würde mit ihm planen. Ja, gegen Leverkusen. Klar standen wir gegen Leverkusen noch nur hinten drin. Aber trotzdem hat er gut gemacht. Wir können ja mal. Machen wir dazu auch noch eine kurze Umfrage zu Marvin Friedrich. Verkaufen im Sommer, behalten. Aber eins ist ja klar, also ich glaube schon, dass es in der Innenverteidigung einen größeren Umbruch geben wird. Wir werden ja auch gleich noch zu Wöber kommen. Das machen wir gleich. Eins nach dem anderen. Ich frage mich, ob... Warte mal, ich weiß nicht, es wäre schade, ich würde ihn gegen... Ja, genau. Omlin nur wenn er 100% durch ist. Friedrich kann uns mit der Kopfballstärke gegen Höhler Gregoritsch helfen, definitiv. Ich hoffe, er bleibt und wird Stammspieler. Ich frage mich, ob der Trainer keine Lust auf Friedrich hat oder ob teils die Motivation und Leistung im Training fehlt. Zweifelhaft den teils draußen zu lassen. War unter Farke nicht anders. Also ich kann mir bei Marvin Friedrich nicht vorstellen, dass der bockig ins Training geht. Weiß ich nicht. Markus Plewa, grüß dich. Was hat er gekostet? Was hat Marvin Friedrich nochmal gekostet? Ich meine 5,5 Millionen hat Marvin Friedrich damals gekostet im Winter. Aber da sind sich auch alle einig, behalten. Marvin Friedrich behalten. So. Dann gehen wir nochmal in die linke Innenverteidigung. Itakura, Wöber, Kiarodia, Janschke. Was wir mal während der Abfrage, bevor wir jetzt den Innenverteidiger festlegen, was ihr mal reinschreiben könnt. Also wir haben ja aktuell Innenverteidiger Kiarudeja, Friedrich, Itakura, Wöber, Elvedi, Toni Janschke. Was glaubt ihr? Eure Einschätzung? Wer spielt nächstes Jahr noch bei uns? Von den sechs. Wöber, Kiarudeja,
Wöber, Kiarodia, Janschke, Friedrich, Elvedi, Itakura. Wer von den sechs spielt nächstes Jahr noch bei uns? Schreibt's gerne mal rein. Fünfeinhalb Millionen ist korrekt. Nur Kiarodia wäre krass. Fabio und Friedrich. Moin, Lukas, grüß dich. Elvedi und Itakura. Sagt Guido, Friedrich, Kiarodia. Nächste Saison Wüber, Itakura, Elvedi und Fabio. Dann gehst du davon aus, dass Janschke und Friedrich gehen. Ist nur noch Kiarodia im Team. Itakura, Wöber und Kiarodia bleiben. Friedrich, Kiarodia, keiner. Kiarodia, Friedrich, Elvedi vielleicht. Boah, Wöber sehe ich wenig. Also an Wöber-Transfer glaubt keiner so wirklich. An Wöber-Transfer glaubt da im Chat keiner mehr. An Wöber-Transfer glauben die wenigsten nur noch. Janschke und Flacco hören im Sommer auf. Ja. Vor der Abwehr. Das wird zu teuer. Ja, könnte sein. Aber ihr geht mit einer Verteidigung, ihr geht mit der Bochum in. Hat gegen Bochum auch Leiner verteidigt? In der Startelf? Ja, oder? Gegen Bochum hat Leiner verteidigt in der Startelf, oder? Gegen Bochum hat Leiner verteidigt, oder? Auch. Und Wöber und Friedrich haben auch gespielt. Westergaard. Ich hab nur darauf gewartet, bis einer den Namen Westergaard hier auch mal reinschreibt. Wichtig. Auch wichtig. Auch mal wichtig. Westergaard, wichtig. Wöber wird zu gut gefunden. Ich mag Wöber. Ich mag Wöber, linken Fuß. Guter Typ. Aber 10 Millionen ist halt auch echt ein Brocken. Thomas tut sich auch schwer. Farke will ihn auch nicht, sagt Uwe. Wie viel wärt ihr denn bereit für Wöber zu zahlen, während ich die Umfrage für den Linksverteidiger aufmache? LV bleiben ja jetzt quasi nur noch. Kiarodia hat schon mal in der Vorbereitung gespielt, deswegen nehme ich ihn mal rein. Skelly. Netz. Wöber 6 bis 7, 9 Millionen, 8 Millionen für Wöber, 9, maximal 7. 8-8, Westergaard wäre doch einer, der hinten sortiert, der kann das. Wie gesagt, Westergaard ablösefrei, wurde ich viel für verspottet, halte ich immer noch für guten Mann. 5-6, finde 5 Millionen angemessen. Ja, die Range hier im Chat geht so zwischen 5 als niedrigstes und bis maximal 10. Elvedi links. Ja, wäre auch eine Option, aber hat er, glaube ich, noch nie gespielt. Ne? Wir haben 10 Millionen für einen Stürmer bezahlt, der öfter verletzt ist. Da können wir die 10 Millionen für Wöber schon zahlen. Aber das ist halt auch ein bisschen Pech bei Schwanscherer. Skelly hat es ordentlich gemacht, ja. Bis jetzt hat er mir besser gefallen auf der linken Seite. Wie alt ist Westergaard? 32, 31? Wir können gerade noch mal gucken und dann lösen wir den Linksverteidigerposition auf. Aber der ist halt eine absolute Bank da bei Leicester aktuell. Absolute Bank. 33 Spiele, 31, wird im August 32. 33 Spiele, 2 Tore, Maschine.
Max 7 Millionen sind nicht zu viel für Wöber, meiner Meinung nach. Im besten Fußballeralter 31, richtiges Fohlen der Yannick. Das Gehalt von Westerwald können wir nicht stemmen. Boah, glaubst du es so hoch, Rüdiger? Was mit Ulrich? War im Teststark. Letztlich Buschi bekommt es auch auf Angebot an. Wenn Ita und Skelly für gutes Geld gehen, haben wir das Budget. Na, bei Elvedi und Itakura und Plea, die haben ja Ausstiegsklauseln. Ne? Da sind uns ja quasi auch die Hände gebunden. So. Ich gehe mal davon aus, die gehen, also bei Plea und Elvedi werden die so um die 10 Millionen legen und bei Itakura hört man 15. Ne? Das wäre dann. So. Netz spielt bei euch in der Viererkette. So, jetzt kommen wir ins zentrale Mittelfeld. Das wird schon wieder ein bisschen schwieriger. Doppel-6. Wie würdet... Wird schwierig. Wird schwierig auf jeden Fall. Buschi, achte mal auf Werbung. Moment. Ist niedrig. 3 können nicht sein. So. Namen in die Runde. Rautenfieber, grüß dich. So. Warte, Netz müssen wir beenden. Ah, Kiarodi hat auch viele Stimmen bekommen. 1% weniger. 2. So. Die Frage ist halt, wie spielen wir? Spielen wir, naja, machen wir mal, wir gehen mal zentrales Mittelfeld. Das können ja quasi spielen. Weigel gibt ja, kommt ja noch eine Position. Weigel, Reitz, Itakura, Kramer. Das sind ja so die defensiveren Varianten. Das sind ja die defensiveren Varianten. Wir müssen jetzt schon mal einen aufstellen. Einen von den Jungs müssen wir jetzt schon mal aufstellen. Im zentralen Mittelfeld. Die kommen ja gleich nochmal wieder. Ah, knappes Rennen hier auf den Samstagabend. Der Samstagabend, boah, Mittwoch natürlich. So, ich werde es beenden. Boah, es gehört 1%. Weigel, Itakura, 1% Unterschied. Ich werde es jetzt beenden und dann gucken wir, was rausgekommen ist. Weigel sagt die Mehrheit der Community. Jule Weigel. Entschuldigung. Ich bin auch heute lol, Kramer 0%. Ja, so, dann machen wir jetzt den nächsten zentralen Mittelfeldspieler. Können ja theoretisch auch eine Doppel-6 machen mit Weigel und Itakura, ne? Also Itakura nehmen wir dazu. Kramer lasse ich jetzt mal raus, weil er hatte seine Chance bei 0%. Ist natürlich mau. Nehmen wir Reitz noch mit rein. Nehmen wir Kone noch mit rein und nehmen wir Neuhaus noch mit rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Zweiten zentralen Mittelfeldspieler. Kramer. Wenn das so weitergeht mit der Ausstellung 08. Hört mir auf mit Weigel, der war der größte Saarbrücken-Versager. Da gab es nur 4 gute und nicht bewahrbaren Keeper, weil nichts machen konnte bei den Gegentoren. Kramer.
Guten Abend zusammen, Chris, grüß dich. Wir machen hier, warte mal, ich muss mal hier ein bisschen hochscrollen in der Ausstellung. So. Kone ist verletzt. Die Frage ist halt, ob der nicht wieder fit ist. Aber die meisten sehen da Reiz. Reiz mit, ja, auch wieder knappes Rennen. Ich beende es jetzt mal. So, Reiz. Machen wir mal so. Wollt ihr mit? Warte mal, wir müssen jetzt eine Abstimmung machen. Klassisches 4-4-2, das wäre dann mit Doppelspitze. Oder sagt ihr 4-2-3-1 mit einem Zehner? Das muss natürlich auch ausgewertet werden, hier die Sache. Immer noch einer bis 17.600. Einer muss sich noch bewegen. Ich habe gedacht, wir machen das heute noch voll. Müssen wir mal gucken. Frei nach Neapel, der Kone. Kone geht bald für 10 Millionen. Kramer für die, auf die 10. Zwei Stützen. Mit vier Stürmern. 4-2-3-1 sagen die Leute. 4-2-3-1, relativ eindeutig. Da machen wir jetzt mal die 10er-Position. No. Erstmal die 10er-Position. Umfrage. 10er. Auch mal Kramer nochmal auswählen. Also kann er dann Neuhaus, Player, Notfall, Kone wird schwierig mit einem Einsatz. Neuhaus, Player, Kone. Player Jordan wäre natürlich auch, also Player finde ich auch schon eine spannende Wahl, aber ich finde Neuhaus hat es theoretisch verdient. Komm, Kramer. Ich denke mal, Player wird im Kader stehen. Ich denke mal, Player wird definitiv im Kader stehen. Hat gut trainiert. Bernie sagt Neuhaus, ich bin auch bei Neuhaus. Hat er sich verdient? Hat er sich verdient? Junge. Neuhaus, ja, es sieht stark nach Neuhaus aus. Ja. Winhoff. Immer die gleiche nicht funktionierende Ausstellung. Ja, aber es ist... Wen willst du bringen? Wen willst du bringen? So, Neuhaus. Hat ja gegen Bochum zu Hause funktioniert. Einigermaßen. Aber es ist halt auch nur Bochum gewesen. Die aber davor Bayern geflaggt haben. Player von der Bank. Ja, das werden die, da ist jetzt auch wieder, haben wir jetzt auch wieder Möglichkeit nachzulegen. Ne? Haben wir jetzt wieder die Möglichkeit halt auch nachzulegen. So. Dann machen wir jetzt links. Linkes Mittelfeld. Beziehungsweise kann ja auch schnell ein 4-3-3 werden. Aber linkes Mittelfeld. Hack, Ngumu, wen haben wir noch? Player könnte es theoretisch auch spielen. Nehmen wir noch Honorar mit rein, auch mal über die andere Seite vielleicht bringen. Aber wird wahrscheinlich Player als Joker-Torschütze, Player kommt in der zweiten Halbzeit gegen Freiburg. Es wird sehr, sehr eindeutig. Da ist sich der Chat wieder einig. Hack. Hack ist gut in Form. Definitiv. So. Ngumu ist, ja, angeschlagen, ne? Ngumu ist definitiv angeschlagen.
Hatte noch mit einem Schlag beim Derby zu kämpfen. So, dann rechtes Mittelfeld. Ja. Onora. Ngumu. Wen könnte man da noch? Tun wir nochmal einen Player da rein. Und den Hermann-Legende. Patrick Hermann. Aber es sieht mir auch sehr, sehr eindeutig aus. Ich stelle ihn schon mal rein. Warte mal, ich muss mal gerade. Jetzt muss ich mal gerade hier ein bisschen. So. Ein bisschen zaubern. So. Schon besser. Zack. Honorat. So. Rote Karte. Offensive linke Seite, ja. Den Patrick würde ich nochmal in die Startelf einsetzen, wünsche ich aber leider unterirdisch. So. Und dann die Stürmerfrage. Wer geht in den Sturm? Können wir am Endeffekt Player eventuell. Schwanscherer, ob der wird maximal, glaube ich, für 10 Minuten kommen, wenn es am Ende noch brennen sollte. Player Schwanscherer, Jordan. Nehmen wir mal Fukuda noch mit rein. Ich kann immer nur vier auswählen, ne? Deswegen. Ich kann nur vier auswählen. Bavero. Alter, krass. Die Leute wollen Fukuda sehen. Ja, hochspringen kann er definitiv. Das ist Fakt. Das wäre die Ausstellung gegen Freiburg. So hat der Chat sich entschieden. Das wär's. Mit Fukuda in der Startelf. Das wird sich auch nicht mehr drehen hier. Thomas wäre gut, fand uns mit ihm Abstand besser, wenn er fit war. Wer Jordan von Player sieht, hat echt die Kontrolle über sein Leben verloren. Die Jungen werden in der U23 gebraucht. Die stehen auf dem Relegationsplatz 15. Fukuda super Testspiel. Hätte er mehr verdient von Anfang an. Ich fände es auch mal krass. Ja, und das wäre die Ausstellung. Gucken wir jetzt nochmal, wir haben gleich 9 Uhr, wir biegen auf die finale Kurve des Fan-Talks ein. Tabellenrechner, gucken wir uns noch an. So, wir spielen gegen Freiburg. Ja, also theoretisch, Freiburg spielt jetzt keine Bombensaison. Ist schlagbar zu Hause, theoretisch. Wolfsburg mit einem neuen Trainer nächste Woche, Sonntag, 17:30 Uhr, ist auch theoretisch schlagbar. Was sagt ihr? Mal Tipps in den Chat. Wie viele Punkte holen wir aus den 2 Spielen? Wie viele Punkte holen wir aus den 2 Spielen? Ja, die Champions League. Ich sehe das auch schon, Lise. 4 Punkte, 6, 3,
4, 6, 6, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 10, 3, 2. Tim sagt 1. Was soll Fukuda? Buschi in Sturm, du machst das. Ey, ich bin froh, dass ich gerade wieder gehen kann. Aber Martin Rütz, vielen, vielen Dank für die 12 Euro, Martin. Die werden in eine bessere Internetleitung investiert. Martin. Dafür plus 3 am Samstag. Vielen, vielen Dank, Martin Rütz, für den Support vom Kanal. Ehren-Martin. Auch mal Ehren-Martin in die Kommentare. Vielen, vielen Dank, Martin. Für die 12 Euro. Da muss man auch mal einen Daumen hier hoch machen. Ja? Zack. Danke, Martin. Oh, warte. Jetzt habe ich, oh, jetzt habe ich die Animation von Martin verpasst, weil ich das Ding... Martin... Du hast deine Animation verpasst, aber dafür gibt es nochmal einen extra Shoutout. Vielen, vielen Dank, Martin. Tippe mit der Buschi-Aufstellung. Maximal einen Punkt. Mit der Gary-Aufstellung holen wir 6 in den nächsten beiden Partien. Ja, top. Ehren, Martin. Vielen, vielen Dank. Bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. So, was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Ah, da ist er. Martin Rütz. 11,99. Wir haben es doch noch hingekriegt. Wir haben es doch noch hingekriegt. St. Martin, genau. Bin auch im Urlaub auf Barbados. Harry Potter ist auf Barbados. So, was glaubt ihr? Was ist am Ende der Saison drin? Welche Tabellenplatzierung? Theoretisch ist ja noch eine bessere Platzierung als letztes Jahr drin. Sind ja nur 5 Punkte bis Platz 9. Damit wären wir besser als letzte Saison. Damit wären wir besser als letzte Saison. Was geht noch? Platz 1, 12, 13, 15, 13, 12, 10, 14. Wir werden 7. 9 bis 10, sagt Bernie. Ich sag mal so, ich glaube, wir werden zwischen 10 und 12 landen. Platz 11, 9, 11, 10, 2, 0 für uns. Doppelpack Thomas, sagt Benedikt. 10, 10, 8, sagt Uwe. Eurofuhl, 9. Das wär halt zu krank, wenn wir irgendwie noch... So Platz 8, ja, jetzt habe ich schon abgehakt, Platz 8 werden und dann noch irgendwie noch irgendwo hin reinrutschen. Europa willkommen. Kai, fühle ich, ja, fühle ich. Mit dem Finger auf die Landkarte, das. 9, 12, 14, mit sportlicher Führung kann es nur bergab gehen. Mit der sportlichen Führung 10, 11, ehrlich, Hauptsache die Saison ist vorbei, das wird nichts. 13, sagt Peter, Platz 13 mit nicht gewünschten Trainerwechsel. Boah, schnell, nee, kein Trainerwechsel mehr, ich kann das nicht mehr. Ich kann kein Trainerwechsel mehr. So, ich würde sagen, wir machen noch unsere obligatorischen 3-4 Minuten. Ja, auch wenn die Internetleitung scheint auch wieder ein Leck zu haben, dafür muss ich mich... mal wieder entschuldigen, das tut mir leid, in den letzten Wochen war es gut, jetzt heute wieder Katastrophe zum Ende des Streams. Ja, es ist, wie es ist. Ich werde dran arbeiten, an der Internetleitung. Das ist ein hoch und heiliges Versprechen, aber ich reg mich nicht mehr drüber auf, weil das ist schlecht. Aufregen ist schlecht für das Herz, das braucht keiner von uns. Das braucht keiner von uns, aufregen über bestimmte Dinge. Danke, Uwe, dass du dabei warst. Wenn noch Fragen sind, könnt ihr die jetzt stellen, was ihr schon immer wissen wolltet. Und die 5 Minuten gönnen wir uns noch. Und ja, vielleicht macht auch einer noch die 17.600 voll. Buschi, warum ist bei mir eine Giraffe am Ende des Namens? Weil dir einer eine Mitgliedschaft wahrscheinlich geschenkt hat. Und dann bist du im ersten Monat. Zum Beispiel, Uwe ist schon Saphir. Also über 12 Monate. Bene Gold, Liese Gold, Guido auch schon Saphir. Denkst du, dass es nicht an YouTube selber liegt? Kann auch sein. Kann tatsächlich auch sein. Gab's auch schon mal. Gab's auch schon mal, Guido. Kann auch sein. Also normalerweise habe ich hier eine Top-Internet-Leitung, aber naja. Mama, heute rege ich mich nicht mehr darüber auf. Wenn sie gerne geht, muss bitte Wirkus gehen und dann soll bitte Faro mit Doppelfunktion kommen. Aufregen bringt auch nichts mehr, mein Bester. Wir wissen ja, dass du dafür nichts kannst. Gute Nacht zusammen, ciao. Also danke. Was sagt ihr eigentlich zu Rüdiger und seiner Geste mit der... Dazu es ist mir zu politisch, erstens. Ich kann, wie gesagt, das mit dem Rüdiger-Ding, erstens habe ich mich da null mit beschäftigt. Da gab es wohl auch eine Anzeige.
Aber das ist ein politisches Ding. Ich habe mich da nicht mit beschäftigt und kann mich dazu auch absolut nicht äußern, weil ich keine Ahnung davon habe. Wirklich gar keine Ahnung und habe mich damit nicht beschäftigt. Deswegen sage ich dazu auch nichts. Buschi, war wie immer super. Vielen Dank, schönen Abend. Bernie, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum Ende, von Anfang an, immer dabei. Vielen, vielen Dank, Bernie, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Immer wieder schön hier. Danke, Simonsen. Ist am Samstag ausverkauft? Ich bin da, freue mich, wenn wir Streich zum Abschied 4 Eier ins Netz legen. Würde ich mich auch freuen, Klaus. Ich bin mal gespannt. Kenne mich zum Thema mit Rüdiger nicht aus. Buschi, wie fändest du eine Rückkehr von Philipp Dahms? Die Frage ist halt immer bei so Rückkehren von so Legenden, in welcher Funktion? Haben die dann auch eine gewisse Entscheidungsgewalt oder nicht, ne? Chris, Jans, erste Mal hier, war nett. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Super, dass du auch dabei bist. Hoffentlich demnächst öfter. Würden wir uns alle drüber freuen. Wann bist du wieder in der Nordkurve? Keine Politik. J, H, danke dir. Wann bist du wieder in der Nordkurve? Entweder gegen Frankfurt oder Union, Captain Pro-Bro. Entweder gegen Frankfurt oder gegen Union. Buschi, wie stehst du zur Politik im Fußball? Also, ich kann das gerne sagen, so grundsätzlich. Ich bin, glaube ich, schon Politik interessiert. Also, mich interessieren so gesellschaftliche Themen schon. Aber ich habe jetzt bin nicht so kein politischer Mensch. So, ich will schon wissen, was in der Welt so abgeht. Aber zur Politik im Fußball, keine Ahnung. Ich kenne mich damit zu wenig aus. So, was soll ich jetzt sagen? Finde ich schlecht? Keine Ahnung. Finde ich gut? Keine Ahnung, weil ich einfach auch in dem Thema nicht drin bin. Ich glaube, in manchen Sachen ist vielleicht gut Politik, in manchen schlecht. Aber dazu kenne ich mich zu wenig aus. Also die Frage müsstest du vielleicht auch konkretisieren. Politik im Fußball, im Endeffekt ist ja alles Politik, ne? Und was mir halt wichtig ist, wenn das Internet jetzt noch mitspielt und ihr hört, Politik hat halt hier auf meinem Kanal nichts zu suchen, so, ne? Weil hier geht es um Fußball und nicht um Politik, ne? Und wünsche dir und dem Chat schönen Abend. Vielen, vielen Dank, Thomas. Vielen, vielen Dank, Thomas. Moin, eben erst reingekommen, grüße alle Fohlen, Ralle, grüße dich. Wir sind schon am Ende tatsächlich, aber es sind immer noch einige da, finde ich gut. Findest du, Hack sollte nächste Saison Stamm spielen? Er spielt ja jetzt quasi schon Stamm und definitiv, er geht auch in der schwierigen Phase aktuell absolut voran, mit starken Interviews auch, starken Worten und mit Leistung, deswegen ja. So, bis die Tage, hoffentlich frohe Ostern mit 3 Punkten, schönen Abend noch. Markus, mach's gut. Ich wünsche schönen Abend dir auch in Barbados. Also bin am Samstag im Park, bin da positiv, besser ohne Politik. Halt, dass wir jetzt Kraft im Präsidium haben, dass wir über das neue Trikot reden, dass es möglicherweise Regenbogenfarben bedeuten soll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts davon. Ich habe mich da noch nicht gelesen. Grundsätzlich. Auch Hannelore Kraft hat eine Chance verdient. Keine Ahnung, wie die an das Amt gekommen ist, welche Connections die hat. Wenn es nur darum geht, Borussia-Fan zu sein, dann können sie auch alle hier im Chat dahin stellen, dass die Frau politisch mit Sicherheit gut verbunden ist, auch mit Sicherheit richtig was am Kasten hat. Wahrscheinlich schon. Aber wie gesagt, so jeder hat eine Chance. Erstens, ich finde es gut, dass eine Frau im Präsidium ist. Sollte zeigen, dass was drauf hat. Ich würde es mir wünschen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schau mir jetzt ein anderes Video über die Sechser an. Sehr, sehr gut, Mike. Sehr, sehr gut. Gute Wahl auch.
Hacke zu EM, definitiv. Omlin fit für Samstag, ich gehe davon aus, ja. Ich gehe davon aus. War wieder kurzweiliger Abend. Tschö alle zusammen. Mach's gut, Rüdiger. Genau. Ah, ich kenne mich. Yep. Schönen Abend noch, Leute. Und tschüss. Fukuda in Sturm wäre mal ein Zeichen. Auf jeden Fall. Schönen Abend noch. Das pinke Trikot mit der Binde. Sieht toll aus. Wie gesagt, das sind nicht meine Themen. So, mich juckt, ehrlicherweise, sage ich euch ganz ehrlich, wieso, wie es ist. Mich juckt das auch gar nicht. Mich juckt das doch nicht, ob die in pink, in blau, in schwarz, in grün, in gelb. Die sollen guten Fußball spielen und alles andere ist nicht mein Thema. So, das juckt mich auch nicht. So, ja, bin ich ganz ehrlich. So, ich red mich. Warum soll ich mich über ein pinkes Trikot aufregen? So, ich muss mir das nicht kaufen. So, und im Endeffekt, ich glaube, dieses pinke Trikot, das pinke Deutschland-Trikot, ist das meistverkaufteste seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Also irgendwas muss das ja bewegen in der Gesellschaft und muss ja auch vielen gefallen. So, ich finde das Heimtrikot von Deutschland top. Magisch. Und das Pinke ist nicht mein Style. So, warum soll ich mich jetzt drüber aufregen? Anscheinend kaufen es viele. Also alles richtig gemacht. Was macht dein Knie? Ich kann wieder gehen. Ich kann wieder gehen. Wir sind wieder voll belastbar. Der Mann ist wieder voll belastbar hier. Der Sechser, die du heute vorgestellt hast, waren ein wenig einfallslos. Die du heute vorgestellt hast, waren ein wenig einfallslos. Dann Kritik ist ja okay. Dann hau mal ein paar kreative Sechser raus. Also ich finde einen Baptiste Santa Maria jetzt nicht sonderlich einfallslos. Die müssen natürlich auch irgendwo finanzierbar sein. Aber klar, wenn du der Meinung bist, dass die 5 Sechser, die ich heute vorgestellt habe, einfallslos sind, dann ist es deine Meinung. Die wird auch akzeptiert. Definitiv. Ich fand sie gut. Ich fand das gute Ideen. Wenn du es anders siehst, ist es vollkommen okay. Das Präsidium wurde um 2 Jahre verjüngt. Von 70 auf 68. Ja. Buschi, top Sendung. Bin raus. Schönen Abend noch. Bis Samstag. Gegen Wolfsburg. Was ist dein Lieblingssnack im Stadion? Boah, schon so geiles Schnitzelbrötchen feiere ich schon. Auch ein Ping. Wahrscheinlich hier auch alle im Chat. Auch über Wasserbuschi. Santa Maria, ja. Auch über Wasserbuschi. Santa Maria, ja, aber der Rest? Wen hatte ich denn noch? Sissoko? Wallacey? Ist natürlich auch wild. Sind natürlich auch wilde Takes gewesen. Asghar Sibar, Dominic Kor. Kann man strittig sein, so, aber. Ihr könnt ja auch gerne aber andere vorschlagen, ganz klar. Also, bin immer offen für Ideen. Hauptsache gewinnen. Kommst du ursprünglich aus der Region Mönchengladbach, so aus der Ecke tatsächlich, aus der Ecke. Also nicht aus der Ecke, Westerwald, so Nähe Windeck heißt der Ort, so 90 Minuten mit dem Auto zum Park. Schönen Karfreitag, wünsche ich dir auch, Guido, definitiv. Nigel de Jong wäre ein einfallsreicher Sechser mit einem Wissen, hat meines Wissens nach aber seine Karriere beendet. Digga, willst du mich hops nehmen? Nigel de Jong wäre ein einfallsreicher Sechser, hat aber seine Karriere beendet. Was bringt uns das? So, egal. Currywurst beste, Bratwurst mit Senf. Ich liebe Currywurst auch immer geil. So noch schön die Pommes da durchziehen. Ist schon 11 von 10. Bratwurst mit Senf, auch 11 von 10. Sage ich so, wie es ist. Andrich ist nicht mein Vorschlag gewesen. Dafür kannst du mich nicht kritisieren. Ja, Physio bekomme ich, Physio. Wallacey, HSV-Fan, schlagen die Hände vom Kopf zusammen. Ja, manche Spieler funktionieren bei manchen Vereinen nicht und bei anderen schon. Absolute Bank in der Serie A, der Mann. Am Sonntag gegen Wolfsburg bin ich im Stadion. Mein Sohn wohnt in Wolfsburg. Forza Borussia, auf einen fetten Dreier für uns. Danke dir, Ralle. Und viel, viel Erfolg. Also, ich danke. Ich wünsche dir erstmal viel, viel, viel Erfolg im Stadion und bring 3 Punkte mit. Aus dem schönen Westerwald, ja. Alle verkaufen und Schlager holen. Carsten Ramelow wäre auch gut, ja. Stranze wäre ein geiler EV. Oh, wait, ja. Jens Jeremies auch. Definitiv. Krass. Irgendwie noch 170 Leute drin. Aber, ja. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ich würde sagen, solange Virkus selbst nicht handelt, kann man über niemanden reden. Ja. Ich würde sagen, Gräber Reis wäre auch gut, vor aufgrund des Namens. Ja. Ich würde mir auch Roberto Carlos nochmal wünschen, als auch mal für einen Freistoß nur einwechseln. Auch nochmal aus 50 oder 150 Metern draufhauen, das Ding. Und jetzt wünsche ich euch schon mal einen wundervollen, morgen hören wir uns nochmal mit einer Folge und dann, aber schon mal hier nochmal live, wünsche ich euch und eurer Familie wundervolle Ostern, trotz ein schönes, langes Wochenende. Ja, genießt die Zeit, genießt auch mal eine Auszeit, kommt mal runter, nimmt nicht immer alles so ernst, auch mal entspannt alles machen, ja, wie gesagt, eurer Familie nur das Beste, vor allen Dingen ganz, ganz viel Gesundheit, das habe ich in den letzten Wochen für mich tatsächlich gemerkt, wie wichtig eigentlich Gesundheit ist. Wenn du nicht gehen kannst, so, dann hast du Scheiße, das ist Scheiße, und ich wünsche euch wirklich privat nur das Beste, mit vor allen Dingen Gesundheit, der Rest ist im Endeffekt egal, solange alle gesund sind, ist alles gut. Das musste ich auch die letzten Wochen lernen, Gesundheit ist das Allerwichtigste und dicke Eier natürlich auch. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen, schönen Abend euch noch, es war wie immer toll, auch wenn das Internet nicht so richtig mitgespielt hat, und wir sehen uns und hören uns wieder live am Samstag zum Spiel. Forza Borussia, genießt euer Ostern und ich bin raus. Macht's gut, Nachbarn. Ciao.